Goodie dann auf ein neues nochmal. Ich muss gerade kurz mal gucken, wie spät es ist, denn ich kann nicht so ewig aufnehmen, weil Gamescom-Vorbereitung und so. Ja, gibt die Woche dann leider nur 3 Folgen Dark Souls. Ich weiß, das ist nicht unbedingt die Killermenge. Aua. Wow, shit. Okay, also mit dem Angriff ist echt nicht so gut, aber dann lieber wirklich mit der Waffe nur leichte Angriffe machen. Und wenn sie dann auf zweihändig hat. Hier aufpassen, das vergiftet einen super schnell. Aber dafür stirbt dieser Schmetterfink hier auch sehr schnell. Ja, man kann hier auch einfach an den Dingern runterlaufen, an diesen Pilzen, aber dabei stirbt man auch recht schnell. Und da sterben genau das ist, was ich gerade... Alter. Ein Gegenstand. Häftlingslumpen. Da lässt sich doch der Häftling lumpen. Erstmal den Sniper-Fritzen wegschießen da. Alter. Für eure Nerven werde ich jetzt aber übrigens nicht weiter versuchen, diesen einen Überrest zu holen. Obwohl ich hier hätte gar nicht reinspringen müssen, merke ich gerade. Das war jetzt ein halber Fehler gewesen. Aber nee, ich werde den Überrest erstmal nicht holen, weil... Weil halt. So. Schön mit dem Fleischerbeilchen hier unterwegs. So, jetzt wieder ganz graziös runter. Und dann auf der anderen Seite durch. Ha, diesmal nicht. Oh nein. Kriegt mich trotzdem der. Wow. Fette Ninja-Skills packt der hier aus, ne? Mal im Ernst. Alter Verwalter, ne? Das kann man ja. So. Jetzt war ich hier hinten, musste hier runter. Werde auch schon wieder ins Visier genommen. Könnte mir jetzt einen PvP-Kumpel ranholen. Hab aber gerade keine Lust auf PvP. Habe ich ja schon im Mondturm gerade ein bisschen gemacht. Gucken, dass ich mich nachher mal verfolge. Oh, wow. Also dieses Rülpsen klang nach irgendwas Dickem. Nee. Aber ja, so ein lustiger Fackelfritzi hier. Der fackelt nicht lange. Aber auch dem geht schnell das Licht aus. Ja, so ein komischer Fackelfritze, das kennen wir ja. Vorsicht vor dir, Dickwanst. Ja, da vorne der nämlich. Und da auch noch hier so eine Giftsprüher. Nicht, nein, 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 nicht hinterher, nicht hinterher. Ich hab doch den Stick zurückgedrückt. Ich hab den Stick zurückgedrückt. Ach nein, die Seelen sind weg. Ach, scheiße. Ach, ich hätte wahrscheinlich die Rolle zurückmachen müssen. Naja, gut. Dann eben das Ganze nochmal. Mit dem heiligen Aal. Mit schlechten Wortspielen. Wenn man eine Runde Schattenboxen machen. Dabei auf die Fresse kriegen. Der lässt auch schön Loot fallen, sehe ich gerade. Aber leider nicht genug.
Hallo. Leider nicht genug, dass es sich jetzt lohnt, da hinterher zu jumpen. So. So, jetzt nochmal den Typi da nochmal dran kriegen. Ja, gut, da unten kann er sich ja jetzt, kann er jetzt ein bisschen dran rumboxen. Das interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Ich will ja lieber jetzt zum dicken Dickwanz da zurück. Mal gucken, was der nämlich so auf dem Kasten hat. Und ich freute mich gerade schon so darüber, menschlich zu sein. Und hier, genau, da vorne steht einer. Oh, den schieße ich das Licht aus. Da vorne gibt es ein paar Seelen. Eine Fackel gibt es bei... Ah, sehr gut. Ja, logischerweise droppen sie natürlich Fackeln, wenn sie mit Fackeln kämpfen. Tschüss. Oh, ich dachte, man kann ihn da so runterschießen. Naja, immerhin, da gibt es ein paar Seelen zurück. Ein Überrest gibt's. Ja, wieder eine Untotenseele. So. Fieser Dickwanz da vorne. Zum Glück mit der Waffe jetzt nicht ganz so schwer. Aber wir müssen gucken, hier sind jetzt überall nämlich diese Teile, die, glaube ich, Feuersamen droppen, oder? Nee, giftiges Moos, das kennen wir ja auch. So, und hier kann man irgendwie rein mit einem Trick. So, da hinten kann man auch noch lang. Oh, hier kenne ich mich schon fast gar nicht mehr aus, muss ich sagen. Also, ich weiß noch ungefähr, was hier so auf mich zukommt, aber ich weiß jetzt hier nicht mehr hundertprozentig, wie die ganzen Wege waren. Aber ihr freut euch ja sowieso, wenn es ein bisschen blindiger wird. So, da hinten ist noch ein Bogenheini. So, und jetzt kann man nämlich hier irgendwo runterhopsen. Genau, da rein. Whoop. Dann gibt es den Seelenspeer nochmal. Giftiges Moos und eine grüne Blüte. Vision von Meister. Und jetzt gibt es hier hinten einen recht behinderten Weg raus. Nee, der Weg ist gar nicht so behindert, wie ich dachte. Okay, doch nicht so behindert. Aber hier hockt noch irgendwo noch ein Schmetterfink. In der Krone. Ah ja, hier der dicke Dickwanz da unten. Natürlich schön ist, schön ja von der Entfernung wegziehen, da freut er sich immer. Wenn er es einfach in den Arsch geschossen gekriegt, in den Arsch geschossen kriegt. Morgenstern und Seele eines namenlosen Soldaten. So, da ist nochmal Fetti Fettsack, aber diesmal nehmen wir mal die großen Seelenpfeile. Weil er wahrscheinlich nicht so viel Weg bis hierher braucht. Und ich sollte mal ein bisschen was trinken. Sehe ich gerade. Bin ganz schön mitgenommen. Hurra für Felsbrocken. Geil. Ein Aromaschlick. Schlick, schlick, schlack. Knick, knack, Aromaschlick. So, da ist noch ein Smetty Smetbo.
Ja, der vergiftet nämlich, wie gesagt. Der ist Madbow. Und ist auch von der Seite aus nicht zu abzuschießen. Was ihn gleich zum Leben beflügelt. Ein Lebensstein. Giftiges Moos und ein Gegner auch aus dem Moos. Aus dem Moor der Verdammten. Was haben wir hier? Nicht aufgeben. Wow, schönes Bild hier. Schaut euch das an. Ja, blöde Nachricht. Stört gerade. Schön hier. Mal wirklich sagen. Ah, da vorne ist auch noch ein Überrest. Der Überrest vom Schützenfest. Noch ein Lebensstein. Yay. Ich glaube, hier war ich schon drin. Genau, hier war ich drin. Hier hinten ist, ein, weiß ich nicht, geheimer Durchgang. Eher nicht so. Das könnte hier natürlich eine Scheinheilige sein. Ne, ist aber keine. Da oben sehe ich Feuer brennen in den Baumgipfeln. Ah, da ist ein Hebel drin. Und ein Attentäter kam angesprungen. Ah ja, jetzt lässt sich hier die Brücke runter. Ich überlege gerade, wo ich jetzt am besten lang gehe. Oder am besten auch nicht. Oberhalb voraus, ja. Weil da vorne gab es ja noch einen Teil, den ich noch nicht erkundet hatte. Und den ich noch ganz gerne erkunden würde, bevor ich jetzt hier so einfach weiterziehe. Hui. Das rollende Schwert. Episch. Einfach nur episch. So ein rollendes Schwert. Ich glaube, das ist auch jetzt hier die richtige Brücke, oder? Nee, das ist nicht die richtige Brücke über den Quai. Das ist die richtige Brücke. Igor, schau, richtige Brücke. Igor, schau, da, Gegner. Wow, und noch ein Gegner. Oh, und noch ein größerer Gegner. Oh, ein massiv stärkerer Gegner. Ein Gegner, den ich lieber erstmal alleine, also ohne anderen Gegner. Ein zauberanfälliger Gegner. Krass. Na, nicht schlecht, der Typ, das muss man sagen. Also, dafür, dass er nicht mal was gedroppt hat. Jetzt. So, gibt es mir noch einen Überrest. Die Stachelpeitsche. Ah, die Stachelpeitsche. Das ist das Item, mit dem mich der eine graue Dingsens da vorhin besiegt hat im Glockenturm. Feind voraus, reines Glück. Wow, mehrere von den Jungs. Drei Stück. Oh, wow, wow, wow. Aua, aua, die peitschen mich. Oh, scheiße, dann haben sie mich auch noch gekriegt. Nein. Scheiße. Ach, fuck. Ja, aber ich glaube, der Weg hier, das ist der Weg zu einem optionalen Boss.
Also nicht der Hauptweg. Aber die haben leider alle meine Seelen da. Ach du Schreck, wo fange ich denn jetzt hier schon wieder an? Ach, ganz am Anfang. Dann da versuche ich doch erstmal meine Seelen zurückzuholen, oder? Würde ich mal so behaupten. Ja, diese, ich stehe dann erst auf, wenn es mir gefällt, Gegner, haben halt immer diesen blöden Nachteil, dass sie einen dann einfach irgendwann von hinten angreifen und die sind halt nicht anvisierbar, bevor sie auf, voll aufgestanden sind. Das ist total nervig. So, ich will jetzt erstmal meine ganz großen Seelenpfeile nochmal zurückhalten. Dass es dem Dicken da gar nichts ausmacht, dass er hier so voll in der Giftbrühe rein drin steht, so. Und sich selbst am Boden festmachen, tut er sich auch noch. Also von Superintelligenz ist der Junge jetzt auch nicht unbedingt geprägt. So. Ja, da oben haben wir ihn wieder. Unseren besten Freund. Würde ich mich sagen, wir den hier schön im Vorfeld. Heilen uns dann. So, ich will eigentlich nur meine Seelen jetzt wiederholen. Also ich will gar nicht gegen die Burschis jetzt alle kämpfen. Meine Seelen gibt's hier und ich renn einfach weg. Hat's das jetzt gebracht oder eher weniger? Mir kommt mal niemand nachgesprintet. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So. Da ich aber... na gut, 2-3 Minuten habe ich noch, weil ich muss eigentlich noch Killer is Dead heute ganz dringend noch aufnehmen. Für die Gamescom Zeit, dass ich wenigstens jeden Tag irgendein Video bringen kann. Deswegen wundert euch bitte nicht. Nicht mehr als sonst. Ah, ich brauche Energie. Mein Ressourcenmanagement klappt gerade nicht so. Wow. Alter, gehst mir auf den Sack da hinten, du Bogenbumser. So, dann gucken wir doch mal, was wir jetzt hier über die Brücke hinweg haben. Abgehackte Bäume zum Beispiel. Haben wir hier. Abkürzung voraus. Ja, wahrscheinlich dann echt die Abkürzung in den Tod. Ein alter Fahrstuhl. Ein Aufzug, besser gesagt.
Eine verschlossene Tür. Ein Blutfleck. Eine Höhle. Ja, hier brennen Leichen. Und da drüben geht's weiter. So. 10.000 Seelen. Vorsicht vor Fluch und dann Skelett. So, Vorsicht vor diesen... vor diesen Vasen hier im Spiel. Diese Vasen... Ja, und diese Skelette kennen wir hier nämlich auch schon. Diese Vasen können nämlich verfluchen. Und rauben einen damit die Menschlichkeit. Und dieses Skelett hier müsste eigentlich natürlich tot sein, ist es aber nicht, weil sein Meister noch lebt. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt hier gleich kommt. Auf jeden Fall soll ich mal kurz das Schwert wechseln, weil gegen Skelette hilft ja in der Regel Feuer. Oh nein! Ah, verflucht. Scheiße. Ja, und da ist übrigens auch der Skelettchef da hinten. Und da ist noch eine Verfluchervase. Scheiße, gerade selbst noch gesagt und dann trotzdem reingetrampelt. Aber dann wisst ihr auf alle Fälle, wie es hier nach der Gamescom weitergeht. Diese Höhle hier wird natürlich weiter erkundet, dann das ganze Gebiet und sowieso. Und ich kann euch schon verraten, der nächste Bosskampf ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, haut rein und ja, BB, euer Hyuga.